So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls mit mir, dem Lord Längster. Und ja, jetzt haben wir im letzten Part so viel getrödelt. Jetzt gehen wir mal direkt los. Und zwar wollten wir hier unten mal weiter wandern. Dumm. Hier müssen wir rein und dann gucken wir uns da mal in diesem Busch oder Wald oder was auch immer das ist um. Was es da so Tolles zu entdecken gibt. Ja. Mit unserem fetten Schwert. Mein Gott, ist das ein fettes Schwert, oder? Ist ja unglaublich. Ah, warte mal. Da müssen wir hier eigentlich mal tauschen, weil... Weil eigentlich wollen wir ja unser Kristallschwert nicht kaputt machen. So. Hier war nichts, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ah, hier ist auch eine ganz andere Atmosphäre jetzt, ne? Eigentlich voll cool. Mal andere Geräusche, nicht so, so ein Höhlenrauschen oder wie man es auch immer nennen soll. So, und den ersten, das erste Buschmännchen hier, das haben wir im letzten Part schon gesehen. Ja, wow, habe ich nochmal Glück gehabt. Das konnten wir mit unserem Zweihänder ganz gut. Zack. Zack. Erledigen. So. Vor dir fixieren, das kenne ich auch noch. Das ist schon ein bisschen beengend jetzt hier. Der Finsterwurzgarten. Aha. Ja, da kommt was. Zack. Und zack. Ja, der hat sogar was. Ein lila Moos. Ah, hier hätten wir die auch sammeln können. Naja. Naja. So, wir gehen hier mal geradeaus. Gucken, wo es hier lang geht. Auf jeden Fall kann man hier wieder runterfallen. Das sollte... Scheiße, jetzt habe ich ja meine 13.000 Seelen noch. Und wie war das? Jetzt habe ich einen Flakon dazu bekommen, oder? Ja, jetzt haben wir 6... Okay. Ah, da kommt noch einer. Machen wir wieder so und so. Da kommt noch einer. Oh, der ist ganz tot, der andere. Ah, das ist ja jetzt doof gelaufen. So. Jetzt sind sie aber doch tot. Ein blutroter Moosklumpen und noch ein blutroter Moosklumpen. Da liegt auch noch was. Oder sah das jetzt nur so aus? Was für seltsame Pflanzen hier wachsen. Ja, hier sind wir hergekommen, ne? Hier war nichts mehr. Gut. Hier drüben vielleicht. Nee, ja, gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Dum-di-dum, da-du-da-dai. Ist schon wieder so düster hier, warum eigentlich? Muss das denn immer so dunkel sein im Dark Souls? Oh, schau mal da. Versuch's mit Springen, ja, ja. Keine Bewertung. Nix da. Versuch's mit Springen. Wo kommen wir denn da hin? Wollen wir das öffnen? Die Vorrichtung ist verschlossen. So, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Zap, zap. Das habe ich gelesen. Ich weiß. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es gelesen. Scheint mir nicht böse, aber das hilft ja schon hier, ne, wenn wir hier mal so ein Feuer finden. So. Bin so ein bisschen, ja, immer so ein kleines bisschen vorbereitet, das habe ich euch ja schon gesagt, aber seit Quellac ist übrigens sonst alles blind gespielt, ja, also das erste Mal gespielt und so halb blind halt. Es ist halt Dark Souls, ne, da will man nicht so ganz unbedarft an die Sache herangehen.
Sonst zieht sich das alles einfach zu krass in die Länge und ich will euch ja auch immer einen gewissen Fortschritt auch zeigen können. Und hier haben wir einen Hinterhalt. Okay. Sind wir ja auch vorbereitet hier. Wer hinterhält uns denn? Hinterhalt. Das bezieht sich doch bestimmt hier drauf jetzt, oder? Guck mal hier, dieser Busch hier, oder? Der ist doch ganz... Ja, das war mir doch sowas von klar. Vielleicht können wir sie ja alle irgendwie... Oh, 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 oh nein. Eieiei, hör auf, hör auf. Es geht ja so. Ach, scheiße, scheiße, nein, jetzt sterben wir. Ach, verdammt. Ach, ich stepp. Ja, da habe ich die Viecher jetzt doch ein bisschen. Ich wollte jetzt halt schön alle da reinpullen, ne, so ein bisschen blocken und. Hä? Wieso bin ich jetzt hier? Wir haben noch da ein Leuchtfeuer aufgemacht. Hä? Hab ich das... Hä? Ich hab's nur entzündet, ich Napp, oder? Ach Gott, scheiße! Ah, so ein Anfängerfehler. Verdammt nochmal. Okay, dann rennen wir da jetzt schon mal schnell hin. Dummdi-dumm. Da können die einen also so blöd schnappen und... Was machen die dann eigentlich? Was macht denn ein Baum mit dir, wenn er dich festhält? Reibt er dich zu Tode oder piekst er dich mit irgendwelchen Dornen? Ach, du blöd... Ach. Ah, lass mich! Nein, 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 wir trinken einen und jetzt klopft man sich einfach kaputt. So. Hast du irgendwas für mich? Nö. Ah, wie dumm, ey. Dann mache ich dieses blöde Leuchtfeuer frei, ja, und dann habe ich das noch nicht mal richtig freigeschalten, also dass wir da wieder spawnen. Wieso überleben die das denn jetzt? Nein, der haut... Ach. Ach, ich hab's doch genau gesehen. Jetzt konzentrier dich doch mal, Längster. Ah, ja, ein blöder Baum, ey. Oh, jetzt peitscht er mich auch noch aus. So, wenigstens kriegen wir hier ein paar Moosklumpen dafür. Dann machen wir nochmal weiter, immer weiter und immer weiter. Da oben war ich jetzt auch noch nicht. Ah, warte mal, hier waren noch wieder zwei. Jo, 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 jo. Ja, aber unser Zweihänder geht schon ab. Das hat halt eine coole Reichweite. Ich glaube, das ist richtig geil hier gerade bei den Gegnern. Ich muss aufpassen, ne? Ich habe 13.000 Seelen zu verlieren, fällt mir gerade ein. Die holen wir uns natürlich schnell. Verfallen die, wenn ich ans Leuchtfeuer gehe? Ich bin mir nicht sicher. Ich hole mir jetzt erst die Seelen und dann gehen wir zum Leuchtfeuer. Dumm, die dumm, die dumm. Die müssten ja jetzt hier irgendwo liegen, genau. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Bevor wir wieder sterben. Dann haben wir jetzt einen rausgepult. Na dann. Oh, haben wir gleich. Ah, nicht ganz. Ah, oh, scheiße.
Alles klar, haben wir erwischt. 14.000 Seelen. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Da machen wir jetzt auch mal aufsteigen, würde ich sagen. Wir wollten Stärke weiterziehen. Fehlen uns 4.000, das ist okay. Na, das machen wir jetzt. Wir wollen ja ein starker Kämpfer werden und wollen ja die fetten Waffen benutzen. So, da kommen wir nicht durch. Jetzt haben wir hier noch einen Bäumje. Hallo Bäumje. Das nehmen wir auch mit. Oh, das sind noch zwei. Alter, das ist noch... Ach so, ich war am Leuchtfeuer. Ach Mann, konzentrier dich mal. Was ist denn heute los? So, der ist down, okay. So, dann ist der jetzt auch down. Und, oh, den haben wir erwischt. Hä? Wie haben wir den denn getötet? Hab ich da vor lauter Schreck einfach mal zwei Schläge gemacht, oder was? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. So, eine Nebelwand. Na, wir haben ein Leuchtfeuer da hinten. Das passt also. Wir gehen durch. Oh, das ist jetzt ein bisschen weitläufiger hier. Irgendwas. Lassen wir uns mal überraschen, oder? Pyromantie. Na, habe ich ja dabei, aber wir probieren es mal ohne. Da oben liegt eventuell was. Steht er jetzt auf? Was ist das? Stopp, ich habe das Falsche. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber es geht. Die kriegen wir klein. Einer noch. Oh, kein Problem, würde ich mal sagen. 600 Seelen ist doch in Ordnung. Das ist doch absolut in Ordnung. Jetzt können wir mal hier rüber gehen. Da liegt bestimmt wieder irgendeine Seele, die wir mitnehmen können. Ah, da liegt aber auch... Oh, da liegen, glaube ich, zwei. Warum schlafen die denn eigentlich? Ja, ja. Oh, das ist ja übel. Ah, Scheiße. Hinbekommen, glaube ich. Ja, super. Ah, ich glaube, wir sind mächtig. Kann das sein? Sind wir mächtig? Wir sind schon mächtig, oder? Ah, hier liegt was, oder? Ne, es war die Blume. Aber hier liegt was. Dankeschön. Ja, damit. So. Der andere steht nicht auf. Guck mal, da ist noch ein Bäumchen. Ich sehe es doch. Noch zwei, glaube ich. Die stehen jetzt bestimmt auf. Da haben wir eine coole Rüstung, glaube ich, gefunden. Sterben die dann manchmal mit einem Schlag und manchmal brauche ich mehrere.
Oh shit, 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 shit. Oh shit, ey. Was? Hab ich denn nicht erwischt? Wow, 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 wow. Jetzt drängen die mich hier aber schon ein bisschen. Was geht denn ab mit dir? Aber es geht. Puh, achso, Rüstung hier. Okay, da sind wir wieder ein bisschen unmobiler, aber ich will mal hier Elite-Ritter-Rüstung. Geil. Elite-Ritter-Stulpen. Ja, die lassen wir mal an. Dann klappern wir auch wieder ein bisschen. Ist ja auch mal schön. Lila Moosklumpen, super. Sieht die jetzt, was ist denn da jetzt anders an der Rüstung? Ja, da haben wir jetzt an beiden Seiten richtig Metallschutz, ne? War bei der anderen, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Ich sollte hier nicht ganz so blind durch die Gegend laufen. Da haben wir irgendwie... Da ist ein Golem, okay. Die sind irgendwie nicht schwer. Finde ich ganz angenehm. Ist mal lockeres Spielen jetzt. Wie ist der jetzt da hochgekommen? Das ist doch geglitscht. Da hat doch einer geglitscht hier. Das geht doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Aber jetzt will ich da auch hin. Jetzt will ich wissen, was für ein sinnloses Kommentar dieser Spieler dort hinterlassen hat. Ah, hier, pass auf, der ist hier wahrscheinlich truff gegangen und dann ist er gesprungen. Nee. Warte, warte. Ich höre hier was. Da hinne. Ah, shit, das war uncool. Den auch treten? Nee. Ah. Jetzt hast du doch verloren, mein Freund. Ah, ich hatte auch fast verloren. Scheiße, mein Flakons gehen leer. Das geht gar nicht. Da hat einer gecheatet. Komm schon. Ah, das geht nicht. Unmöglich. Wenn ich das nicht kann, dann geht das nicht. Da hinten liegt vielleicht noch was. Ne, ist auch wieder nur so eine blöde Blume. Hier habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Seht ihr das? Das ist ein Viehzeug. Da hängt doch ein Vieh am Baum. Jetzt nicht angegriffen, ne? War das jetzt... Hätte ich das vielleicht leben lassen sollen? Vielleicht habe ich jetzt hier irgendwelche bösen Waldgeister und dessen Zorn auf mich gezogen? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Da ist noch mal was geschrieben. Ah, da ist wieder ein Bäumchen. Ich sehe dich. Haha. Feind. Ja, toll. Oh, jetzt habe ich hier fast wieder ein Level up. Ah, das finde ich gut. Oh, hier sind aber manchmal echt komische Geräusche. Scheiße, und ich sehe hier nirgendwo so eine Echse. Ah, hätte ich die jetzt anquatschen können? Ah, warum habe ich die denn gehauen? Mal aufpassen, ob die noch mal erscheint, wenn ich irgendwie am Feuer war. Falls wir sowas, also falls wir hier noch mal lang gehen müssen. Ach, das ist jetzt leider ein wenig ärgerlich.
Versuch's mit Distanzkampf. Was sollen wir denn hier versuchen? Vor dir, Zauberei. Was ist das denn? Irgendwas Großes. Versuch's mit Rollen. Das ist ein Boss. Wollen wir den probieren, oder? Tausend Seelen. Na komm, geh mal rein. Was müssen wir hier machen? Das zieht aber gut ab. Rollen, haben sie gesagt, ne? Scheiße, und ich habe die Ritterrüstung an. Wow. Ich glaube, das war ganz okay. Rollen, alles klar. Rollen klappt. Scheiße, ich habe doch gar keine Heilung mehr dabei, ne? Ich brauche ein Magieschild. Scheiße. Wie soll ich den denn jetzt hitten? Ah, wir stellen uns hier hinter die Wand, oder? Oder auch nicht. Ach, guck mal an. Jetzt. Aber so geht's. So geht's. Jetzt. Ach Gott, aber ich hab ja. Das kann ich ja niemals überleben. Ich könnte jetzt eine Menschlichkeit nehmen, aber. Ah, scheiße. Ja, wir werden sterben. Scheiße. Aber ich glaube, der geht, oder? Den müssen wir hinkriegen. Der riesige Hut des großen Zauberers Logan. Ich denke, der heißt Gandalf. Ah, ja. Wollen wir das Feuer entfachen? Ah, nee, meine Menschlichkeit ist jetzt weg. Okay, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier mein Magie 80. Das Schild und hier ist, glaube ich, auch Magieschutz ganz gut. Den gibt es gar nicht hier mit Rüstung. Magieabwehr, doch, da. 9, 5. Ja, ist ganz klar, mein Helm, den behalten wir. Magie 12, 23, 20. Ah, dann kommt hier wieder meine schäbige Kleidung zum Einsatz. Das wird ja hier genauso sein, ne? 12, 7, 14. Und, ja, dann können wir hier auch gleich. Shit, was ist denn hier jetzt mein schäbiges Zeug? Ich hab die schon an, ne? Nee. 12, 19. Aber die.
So, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Magieschutz. Jetzt gucken wir nochmal wegen der Waffe. Wieder das. 190 plus 68. Das ist ein Tick. Aber ich kann mit meinem Kristallschwert wahrscheinlich schneller zuschlagen, ne? Drum nehmen wir das jetzt auch mit. So, okay, wo muss ich lang? Komm, das machen wir jetzt noch. Den machen wir jetzt down. Der ist schaffbar. Ich sag's euch, der ist schaffbar. Ich packe mir noch für den allerschlimmsten Notfall Menschlichkeit mit rein. Können wir uns heilen. Ist eigentlich Invasion der Welt des Feuerhüters, Hüterinnenmörders. Mystisch bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein. Besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Arno Londo, die Götterstadt. Oh, okay. Das nehmen wir vielleicht auch mal in Zukunft in Angriff. Klingt ja ein bisschen spannend. Ach, hier schon wieder, ja. Ach, geht weg. Ich will nicht, dass ihr mir Damage macht. Ach, verdammt. Ich renne einfach durch jetzt, oder? Dann brauche ich jetzt nichts. Jetzt könnte ich noch mal gucken, ob dieser, ja man, dieses komische Vieh ist wieder da. Okay, aber lass mich vorbei, bitte. Okay, gleich hier die Treppe hoch, schnell. Wow, wow, wow. Wir gehen durch die Nebelwand und legen uns hier gleich mit der guten Dame an, wechseln unser Equip. Ab geht's. Schon längst da. Aber es gab jetzt deutlich weniger Schaden schon mal. Finde ich gut. Deutlich weniger Schaden. Oh, da kann man sogar stehen bleiben. Das ist absolut okay. Jetzt checken wir das mal ab. Ja. Ich glaube, mehr ist der Kampf nicht. Jo, ab geht er. Oh nein, die Explosion! Scheiße! Wow, ach, die habe ich ja ganz vergessen. Jetzt sollten wir was trinken. Boah. Boah, was war das jetzt? Aber wenn er sich nochmal hinsetzt, ist er schon down, würde ich sagen. Da können wir jetzt auch einen trinken. Ha, cool. Setz dich hin. Komm schon, setz dich. Also ist hier wahrscheinlich Magieabwehr das A und O. Na komm.
spiel dich nicht so auf, Mann. Aber man kann hier immer noch Dummheitsfehler machen. Jetzt haben wir dich. So. 1, 2, 3, 4. Komm schon. Einer noch. Komm schon. Ah, verdammt. Verdammt. Jetzt wollte ich zu viel. Ah, jetzt müssen wir nochmal warten. Scheiße, jetzt habe ich auch keinen... Auch keinen Fernkampf. Gar nichts. Gerade einstecken. Ja, das stecken wir jetzt alles ein. Jetzt riskieren wir nichts mehr. Dumm. Jetzt hätten sie ruhig mal ein bisschen Bossmusik einspielen können. Oh, jetzt setz dich hin. Könnte es ja doch noch mal eng werden, wa? Setz dich! Nicht zu mir kommen! Jetzt. Jetzt ist er down! Dumm. Hallo! Hallo, du süßer Schmetterling! Der sah ja echt cool aus, aber war doch ein bisschen unspektakulär. Geht's jetzt hier weiter? Sieht so aus. Vielleicht gibt's ja jetzt was Cooles, oder? Boah, ich bin ganz gespannt. Es geht immer weiter hinauf in den Turm. Oh, hier geht's ja immer weiter. Ein Schmied gibt's hier. Ach, guck mal an. Verzweiflung. Wachturm Kellerschlüssel. Göttliche Glut. Heimkehrknochen. Ist der tot oder was? Nachricht lesen, Verzweiflung. Oh, ein toter Schmied. Ja, schade. Der sieht gar nicht so tot aus, oder? Eine göttliche Glut haben wir bekommen. Was ist denn das bitte? Muss ich mal hier vielleicht wieder rein? Und wo ist es? Die göttliche Glut? Guck mal, wir haben jetzt hier schon zwei Seelen. Mondlichtschmetterling, erhalte viele Seelen und fertige einzigartige Waffen. Hä, wo ist denn das Ding jetzt? Titani, Drachenstein, kleine Scherbe, große Scherbe. Ach hier. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Göttliche Glut gehört der Kirche und ist für göttliche Schmiede bestimmt. Wandelt eine Standardwaffe plus 5 zu einer göttlichen Waffe. Die göttliche Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Göttliche Waffen eignen sich für die Untotenjagd. Nutze sie gegen Untote und Knechte der von Nekromantie. Okay. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Eine große Glut von hoher Qualität wird von Schmieden... Zur Umwandlung von Standardwaffen plus 5 ermöglicht Verstärkung auf plus 10. Ach, siehste? Ah, da muss ich ja nochmal zum... Na okay, wir müssen ja eh nochmal zurück, glaube ich.
Scheiße, schaffe ich das jetzt in 5 Minuten da zurück? Oder ich nehme mal so einen Heimkehrknochen, oder? Was haltet ihr denn davon? Die habe ich noch nie benutzt. Ist es jetzt mal die Zeit? Wo ist denn so ein Ding? Zu weiße Asche gewordenes Knochenstück kehrt zum letzten zur Rast genutzten Leuchtfeuer zurück. Die Knochen der Untoten nähren die Leuchtfeuer. In seltenen Fällen verzaubert der starke Wille ihrer ehemaligen Besitzer, Leuchtfeuer aufzusuchen. Die Knochen mit dem Instinkt nach Hause zurückzukehren. Guck mal, wir haben 11 Stück. Dann kürzen wir jetzt tatsächlich mal ein wenig ab. Wir nutzen zum ersten Mal so ein... Ja. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht die Seelen. Nee. Sehr schön. Dann rennen wir hier jetzt schnell durch. Leben die jetzt noch? Ja, eigentlich schon, oder? Weil wir... Ach guck mal, da liegt ja was. Das haben wir gar nicht gesehen. Hinfort! Da muss man vielleicht doch da springen, wo der eine Typ gesagt hat, springen? Was war das? Da hat sich was bewegt. Habt ihr das gesehen? Nee, spring da lieber nicht runter. Aber ich würde gerne darüber halt, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal zurück. So, weg mit dir. Wow, 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 wow. Oh, ich dachte, ich falle da jetzt runter. Oh, meine Fresse. Hab ich einen Schock gerade bekommen. Plündern. Ah, lila Muschklumpen. Dankeschön. Können wir bestimmt noch gut gebrauchen, wenn wir mal wieder vergiftet werden. So, und dann sind wir ja hier jetzt schon wieder zurück. Sehr gut. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier unser Schwert auf plus 10 bekommen. Aber stand da nicht vorhin irgendwie, dass... Dafür braucht man einen besonderen Gegenstand oder irgendwie sowas. So. Nein, die mag ich dir glaube ich nicht geben. Ausrüstung umwandeln. Es wird eine Spezialgut benötigt. Waffe verstärken. So, wir sind ja erst... Achso, ich verstehe. Jetzt brauche ich erstmal... wie komme ich denn jetzt schnell an kleine Scherben dran? Weil wir sind ja erst bei plus 4, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, das Problem. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe. Na bitte. Kaufen wir doch gleich mal zwei. So einfach geht es, oder? Hihi. So, so. Und jetzt... wird eine Spezialglut benötigt. Aber muss ich ihm da jetzt diese Glut geben? Oder liegt das jetzt daran? Zur Umwandlung von Standardwaffen plus 5. Ermöglicht Verstärkung auf plus 10. Muss ich ihm die jetzt geben? Ihr habt eine nette Glut. Ah ja, alles klar. Ausrüstung, Umwandlung wählen. Was ist denn hier? Kruder Zweihänder.
natürlich bedeutend stärker, aber... Da einfach plus 6. Kann ich das jetzt zusätzlich machen oder? Oh, das ist ja wieder hier alles. Naja, egal. Wir müssen Schuss machen. Gehen wir hoch zum Leuchtfeuer. Jetzt haben wir hier unser. Boah, unser Zweihänder geht richtig ab. Oh, und vielleicht. Nee, Mist, wir brauchen 9000. Ich komme hier, glaube ich. Kann ich mir zwei Level leisten? Beweglichkeit auch noch nachziehen, wenn ich dieses blöde Schwert nutzen möchte. Na, da überlege ich jetzt noch. Jetzt machen wir hier Schluss und ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Haben wir hier auch wieder so einen kleinen Boss fertig gemacht. Ja, super, oder? Und ja, wir hören uns dann einfach wieder im nächsten Part, ne? Bye, bye. Euer Längster.